Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir befinden uns im Jahr 2044, um genau gesagt im Januar. Ganz schön weit in der Zukunft. Könnt ihr mal so weit denken, was dann so sein wird, wie alt ihr dann so sein werdet? Ja, schöne Überlegungen, die man denn anstellen kann. So. Noch ein Fortbewegung brauchen wir gar nicht. Aber die soll schon, also U-Boote gegen andere Marineeinheiten, das wäre ziemlich wichtig. So, das wäre dann der achte. Ich glaube, dann ist die Stadt auch langsam voll. Was haben wir vor in dieser Runde? Ich glaube, angreifen. Oder zumindest bringen wir jetzt alles mal hier langsam in Stellung. Bauen hier mal schön auf. Also strategiemäßig, dass wir mit ganzen Teilschiffen hier landen. Ganzen Teilschiffe hier. Versuchen in der ersten Runde gleich durch auch durch die Tarnkappenbomber-Angriffsflüge die Stadt und die Stadt zu bekommen. Oder lieber die Stadt und die Stadt. Müssten wir hier unten ja auch noch mehr aufbauen. Also dazu bauen wir dann. Ja, ich glaube, das wird sogar besser, dann sind wir da ein bisschen außer Reichweite. Naja, mal gucken. Das steht hier ja nur so, ne? Das können wir eigentlich auch hier gut hier drüben brauchen dann. Ein bisschen um zu gucken. Wir werden jetzt auch einen ganzen Teil der Einheiten mitnehmen. Hier haben wir noch ein Schlachtschiff. Hier haben wir ein Schlachtschiff. Hier haben wir einen Zerstörer. Da schon mal eine schöne Sechserflotte. Hier haben wir einen Zerstörer. Hier haben wir noch Schlachtschiffe. Bringen wir erstmal hier unten hin. In Stellung. Oh, schon eine schöne Armee. Wir haben hier trotzdem immer noch so viele Schiffe, die wir dann erstmal noch gar nicht brauchen werden, weil ich werde jetzt nicht von Anfang an, glaube ich. Oder doch? Wenn schon, denn schon, oder? Aber dann laufen wir Gefahr, wenn die Engländer uns angreifen, dass wir völlig offen sind. Keine leichte Entscheidung. Hier haben wir auch nicht so viele Einheiten. Also die können wir eigentlich erst danach dann losschicken, nachdem wir schon so ein paar Fortschritte auf der Insel gemacht haben. Können wir überlegen, dass wir die dann nachziehen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Jetzt haben wir nämlich hier zur Verfügung 1, 2, 3, 4. Ja, warum ihr hier hinten steht. Weiß ich gar nicht genau. So, weiter geht's. Das U-Boot geht dann auch hier mit hin. Hamburg hat einen Tarnkappenbomber gebaut. Wir sind ja schon wieder sehr arm dran. Hier haben wir ein U-Boot gebaut. Dann bauen wir jetzt hier nochmal einen Flugzeugträger. Sind wir hier? Ja, haben die alles? Ich wollte mal gucken, ob die auch alles haben. Dann können wir nämlich hier eigentlich auch noch ein paar. Bauen. Dauern 11 Runden, aber naja, macht nichts. Tempel. Ja, nochmal ein Kornspeicher. Werkstatt. Und ja, nächste Runde schon. Ich weiß gar nicht, was ist das? Achso, das ist ja aus dem Roboter hier. Der sammelt sich hier auch. Hier noch so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schiffe.
Die Tarnkappenbomber sollten auch so weit kommen, dass wir dann auf jeden Fall diese. Da kommen die auch nicht so schnell mit Einheiten hin, ne? Dann könnten wir, wenn wir die Stadt gesichert haben, die Bomber nachziehen und dann ist auch alles in Reichweite. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie. Glaube ich zumindest. Wissen tue ich es ja auch nicht. Irgendwo wurde schon wieder ein Barbar entdeckt. Wir haben schon mal ein bisschen Zukunftstechnologie erforscht. Wir haben dann nochmal neue U-Boote. So, hier. Na, da haben wir aber auch nichts in der Nähe, ne? Nicht so direkt. Aber von denen, ach, von denen fürchten wir uns ja auch nicht. Stuttgart kann dann auch mal einen Bomber bauen. Düsseldorf Tarnkappenbomber. Ja, das wird auf jeden Fall spaßig werden. Kornspeicher, Fabrik. Bank, Werkstatt. Werkstatt. Na, dann gucken wir doch auch mal hier, dass wir die zumindest schon mal hier in der Mitte irgendwo in Stellung bringen. Wir haben einen Zerstörer, wir haben noch einen Zerstörer. Und wir haben zwei Schlachtschiffe. Mehr ziehen wir da mal gar nicht hin. Ja, Schlachtschiff geht hier noch mit runter. Müssen wir gleich mal die ganzen Einheiten wässern, die wir dann so mitnehmen wollen. Noch mehr Einheiten mitnehmen. Ja, den Panzer nehmen wir auch noch mit. So, hier wird es jetzt auch erstmal spannend. Also die erste Armada wird ja auf jeden Fall die Panzer sein. Und dann brauchen wir auch hier unten Panzer. Und auch die Infanterie. Dann brauchen wir jeweils einen davon und einen davon. Das gleiche machen wir hier auch. Einen davon und den. Dann kommen hier zwei Roboter und hier kommt auch ein Roboter. So. Okay, hier liegen U-Boote. Schwimmen wir mit dem Schiff hier rüber. Aber wenn wir die angreifen, dann müssen wir die auch gleich verdichten. Also Zerstörer, Schlachtschiff, Schlachtschiff, Schlachtschiff. Wir haben hier irgendwie fast nur Schlachtschiffe. Sind doch, na gut, hier sind 6 und gleich 5. Und noch die Flugzeugträger, bevor noch ein Bomber raufkommt. Gucken wir mal. Die beiden nehmen wir dann auch nochmal mit.
hier hin. Und der geht hier hin. So, sammeln wir noch ein paar Runden. Jetzt kommt hier erstmal die neue Einheitaufteilung. Die Vorbereitungen dauern jetzt ein bisschen länger, aber das soll auch strategisch vonstatten gehen, ohne dass wir große Einheitsverluste erleiden. Weil ich, wie gesagt, also ich denke, wir werden Atombomben abkriegen. Werden wir mal sehen. Produkte wählen. Wir sollen ja auf Satuma gehen, ne? Also wieder noch ein Stück weiter. Kann ich nicht irgendwie anklicken, ne? Könnt ihr das gut so als Einheitverband machen? Und dann mit Tasten belegen. Wird das ja alles ein bisschen einfacher machen, die Steuerung, ne? Als wenn man hier immer tausendmal klicken muss. So. Da war gut Bewegung, ne? Das gefällt mir. Also Daumen hoch. Wenn euch das Video gefällt, natürlich auch Daumen hoch. Und meine Strategieplanung hier. Hat 1, 2, 3, 4 Flugzeugträger. Da brauchen wir eine Menge U-Boote. Zwei haben wir ja immerhin hier. Da haben wir noch einen Flugzeugträger. Sind denn die U-Boote hin? Verschwunden? Vielleicht kriegen wir gleich noch ein U-Boot fertig. Kann nicht schaden. So. Ich würde sagen, 2 Jahre noch. Dann kann es losgehen. Dann gibt es mal wieder ein bisschen Action. Aber es wäre alles geschickt geplant sein, damit wir nicht ins offene Messer laufen. Und mit 2 Fronten ist auch ganz gut. Ich glaube schon, dass wir zu ziemlich schnell Land gewinnen können. Sie haben Tempel gebaut, dann bauen sie jetzt Kornspeicher oder Markt. Kornspeicher. Theater, wir brauchen ein bisschen Zufriedenheit. Oh, wir machen fettes Minusbohren, ne? Was haben wir denn hier alles? Flugabwehr, Flugabwehr. So ein paar Einheiten. Das ist echt viele Einheiten auf einmal, ne? Stehen schon mal alle jetzt hier in erster Reihe. Dahinter kommen die Schlachtschiffe. Ah, verklickt. Das macht natürlich die ganze schöne Formation wieder kaputt. So, hier sind wir doch sowieso zu weit weg. Dann müssen wir gerne das hier vorrücken.
komische Linien gewesen. Der heizt damit hin. Der könnte natürlich da mit an Land gehen. Ja. Vielleicht mit die beste Landungsposition für den. Wir werden relativ schnell mit den Einsatz reinkriegen. Oder der kann ja eigentlich hier schon hinfahren, ne? Würde der hier schon stehen. Das wäre richtig gut. Du, ja, ich weiß, es ist gerade ein bisschen still. Ich muss ja überlegen, wo die Einheiten hinkommen. Und sehen, wie wir da tatsächlich jetzt strategisch einen schnellen Sieg erringen können. Ein paar Einheiten Verlust ist einkalkuliert, muss man immer mit rechnen. So. Der ist dann für hier, der kommt dahin und der kommt dahin. Ja, ein paar Einheiten, das kann ja nicht einschaden. Hier ist sowieso eine Einheit noch über zu haben zur Verteidigung. Sind die Bomber eigentlich immer noch nicht fertig? Was dauert denn da so lang? Kann mir das mal einer verraten? So. Würde ich sagen. 1, 2, 3, ja, oder egal. Viele. Na, ich glaube, er wird nervös. Er hat ja auch hohe Truppenbewegung. Erstes Ziel wird sein, diese beiden Flugzeugträger zu vernichten. Das wird auf jeden Fall schon mal schmerzlich für ihn werden, weil er hat 6 Flugzeuge weniger. Aber hier sind wir noch nicht so weit. Sind wir eigentlich noch zu weit weg. Du bist natürlich selber schuld, dass du jetzt hier in die Reichweite gefahren bist. Sonst wäre nichts passiert, aber jetzt passiert ja was. So ein Eintreffersieg. So, der kann noch einen fortbewegen. Und dann können wir ein paar Bomber bauen. Kommen auch ziemlich schnell in die Reichweite damit rein, das ist ein bisschen blöd. Aber wir sehen hier auch schon wieder Flugzeugträger. Gott, haben die viele Flugzeugträger. Kein Wunder, die waren so stark. Wo haben wir nicht hier einen Obol irgendwo liegen? Ja. Kümmern wir uns erstmal schnell um unsere Städte. Naja. Jetzt können wir uns wieder drüben. Ja, es ist auch einmal ein Wechsel. So.
Flugzeugträger kann zumindest schon mal auf die andere Seite fahren, auf die andere Küste. Und jetzt gucken wir mal kurz, was für eine Reichweite wir hier eigentlich haben. Von Atlanta kommen wir mit unseren Tarnkappenbombern wie weit? Nicht weit genug. Von Dresden aber wahrscheinlich auch nicht. Das ist ja Mist. Mit den Tarnkappenbombern kommen wir nicht zu Matusiana. Also die müssen wir, Matusiana müssen wir mit Schiffen und mit unseren Bodeneinheiten plätten. Weil wir nicht so weit fliegen können. Schade. Das habe ich mir ja einfacher vorgestellt. Gebe ich zu. Sieht schon, wir werden so gut wie alle Einheiten tatsächlich auch brauchen hier. Gleich ist es soweit, liebe Zuschauer. Jetzt kommt wieder Action rein, es dauert nur noch ein bisschen. Aber wenn ihr so seht, was hier sich jetzt gesammelt hat an Einheiten, das ist echt schon eine ganz schöne Kampftruppe. Aber die hat natürlich hier auch eine Menge Verteidigung. Können wir hier noch irgendwas rüberziehen? Hier hätten wir noch einen Zerstörer. Und der schwimmt darüber, den können wir nämlich damit angreifen. Machen könnten wir hier zum Beispiel, um das jetzt Ganze mal zu beschleunigen. Zwei Bomber kaufen. So, und die werden gegen Landeinheiten verbessert. Gegen gepanzerte Einheiten. Gegen Landeinheiten, gegen gepanzerte Einheiten. So, weiter geht's. Hier Windmühle. Hier Stadion. Oh, 257 minus pro Runde. Wie kann das eigentlich sein? Hier auch nochmal ein Stadion. Und den Zerstörer geht es auch nochmal hoch. Das Schlachtschiff bleibt hier. Gleich mit möglichst vielen Einheiten auf einmal an Land kommen können. Hoffen wir es nicht mit allen schaffen in der ersten Runde. So. Wir müssen eigentlich überlegen, wie machen wir das? Flugabwehrgeschütz, Flugabwehrgeschütz, Flugabwehrgeschütz. Ne, das ist Raketenartillerie. Hier ist noch ein Flugabwehrgeschütz. Auf den Flugzeugträgern geht keine große Gefahr aus. Die kann man eine Runde eigentlich vernachlässigen. Wenn wir nur sehen, dass wir die mit den Flugzeugen versenken, dann werden wir mit den Schiffen die Flugabwehrgeschütze bekämpfen. Dann werden wir mit den Tarnkappenbombern Nagoya anfliegen, hoffentlich schon so weit runterbomben, dass wir sie direkt einnehmen können. Und eventuell auch noch Satsuma. Das klappt, wissen wir noch nicht genau. Aber wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Runde sehen. Ausruhen. Nichts tun. Nichts tun. Ausruhen.
sind ja noch ein paar Einheiten unterwegs, die noch nicht sortiert sind, die andere Front sozusagen. Ihr habt die Ansammlung eurer Armeen nahe meines Reichs bemerkt. Wenn ihr angreifen wollt, nur zu, aber spielt nicht weiter verstecken. Ihr sorgt euch zurecht, denn es ist Zeit für euch zu sterben. Wir kommen in Frieden, unsere Einheiten durchqueren lediglich ihre Region. Ja, glaub mal ruhig. Wir wollen jetzt ja nicht schon Krieg erklären, weil dann würde er uns jetzt angreifen. Den Überraschungsmoment. Hat 4 Flugzeugträger mit jeweils 3 Flugzeugen. Ja, Zerstörer. Geht mal hier mit rüber. Ach, jetzt haben wir hier schon wieder so einen Flugzeugträger. Den wir eigentlich gar nicht brauchen. Ja. Wie weit sind wir dann auf der anderen Seite? Das dauert noch. Muss noch mal eine Runde warten. Besser ist. Hamburg tut was fürs Geld. Es geht uns bald das Gold aus. Wir kriegen ihn auch nirgendwo anders geschickt hin. Der kann eigentlich erstmal nichts tun. Der Flugzeugträger kann auch nichts tun. Der Bomber kann auf jeden Fall die Stellung wechseln. So, und dann geht er mal hier hinten. Hier haben wir noch ein U-Boot. Sehr wichtig. Kesseln sie auf jeden Fall völlig ein. Da kommt keiner mehr lebend raus. So, und da haben wir den Düsenjäger, der so, naja, weiß ich auch nicht. Das jetzt wirklich was gebracht hat. Hier müssen wir noch Bomber bauen. Düsseldorf baut auch weiter Bomber. Oder wir kaufen hier noch welche. Die waren nicht mal eine Militärakademie. Das ist immer blöd. Da sind die Einheiten nicht voll ausgerüstet. Wien bleibt ja auch nicht mehr viel übrig. Müssen wir versuchen, von Minus runterzukommen. Mach mal, wo es geht, auf jeden Fall erst nochmal Geldgebäude. Ja, ist ja gut, ihr könnt alle erstmal in Stellung bleiben. Ganz noch ein näher. Was haben wir hier so? Mobile Bodenluft, Mecha-Infanterie und auch ein Flugzeugträger. Da kommt aber irgendwo ein U-Boot, genau, da kommt es gleich. So, der kann da noch hin. Der kann hier erstmal in Bereitschaft bleiben, der muss nachziehen. Hängt er ganz schön weit zurück. Den gehen wir ja schon an Land, ne? Warum eigentlich nicht? Spannung steigt, kriegen wir den Krieg erklärt? Oder vertrauen die Japaner uns noch eine Runde? Wir haben natürlich jetzt echt schon ziemlich massiv aufgebaut. Wir haben wieder einen Düsenjäger. Och, Mensch, ja. Gibt's ja auch noch.
Tarkan-Bomber. Der kann aber nicht so weit die Stellung wechseln. Ja, ich würde eigentlich behaupten, wir sind bereit. Und wie bereit wir dann sind, wie viel wir schaffen, das sehen wir in der nächsten Runde. Also dann, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder reinschaltet. Bis dann.